Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen, Herr Berger, zum zweiten Mal in dieser Woche. Da sind wir schon fast wieder in unserem Corona-News-Rhythmus. Sie haben aber heute ein anderes Thema mitgebracht. Was beschäftigt Grimma zurzeit? Also seit gestern in der Öffentlichkeit ist ja diese Kundgebung der AfD. Am 28.08. würde ja sein. Und Hintergrund ist folgendes, dass im Prinzip ein Stadtrat der AfD plus der Herr Durnau, das ist der hier, sagen wir, zuständige Landtagsabgeordnete der AfD, oder hat seinen Wahlkreis hier, bei mir kurzfristig um Termin gebeten hatten. Wir waren dann da und haben unter anderem mitgeteilt, dass sie eben diese Veranstaltung hier in Grimma machen möchten auf dem Marktplatz. Besondere Repräsentanz erfährt das Ganze dadurch, dass hier der Herr Kalbitz sprechen soll. Der Herr Kalbitz ist ja derjenige, der geht überall durch die Medien, der aufgrund seiner, ich behaupte, muss jetzt mit Vorsicht sagen, rechtsextremen Vergangenheit dort aus der AfD ausgeschlossen worden ist. Die Verfahren laufen ja noch, aber der steht schon, auch aus meiner persönlichen Wertung, schon für den extrem rechten Flügel der AfD. Und das gibt der ganzen Sache natürlich auch eine besondere Note. Ich habe die beiden Herren gebeten, das sein zu lassen, weil für uns bedeuten diese Demonstrationen eigentlich nur viel Ärger. Das ist eigentlich immer dasselbe Muster. Die AfD stellt sich mit vielen Leuten in die Mitte, bringt möglichst noch jemand mit, der so richtig provoziert. Und dann kommt das ganze linke Lager und macht dann Randale im Zweifel. Und wir sagen, wir brauchen weder den einen noch den anderen. Ich denke, wir Krimmer, wir sind es einfach leid, unsere friedliche Stadt, wo die Leute vernünftig in der Regel miteinander umgehen, ständig als Bühne hergeben zu müssen für diese politischen Extremisten, in der Regel von rechts und links. Und darauf kann man keine Lust. Und wir haben uns dann kurzfristig mal abgestimmt. Ich habe die Stadträte angerufen. Und wir werden eine ganz bewusst friedliche Demonstration machen in Grimma. Das haben wir auch schon angemeldet. Wo wir auf eine witzige Art und Weise unseren Protest zum Ausdruck bringen wollen. Und ich betone, gegen Extremisten jeder Seite. Für mich, jeder, der hier Gewalt anwendet, ob das gegen Sachen oder Person ist, ja, das sind Dinge, die sind nicht zu tolerieren. Und ob das rechts oder links ist, scheißegal. Wir wollen im Prinzip weder die Extremisten der AfD hier haben, noch wollen wir irgendwelche Linksextremen hier haben. Also die Leipziger, bleibt bitte zu Hause, wir brauchen euch nicht, das muss ich auch ganz klar sagen. Wir werden das hier schön regeln, wie es unser Stil ist. Auf eine sachlich interessante Art und Weise werden wir uns schon melden, werden sagen, wir wollen euch nicht. Ich bringe es mal auf den Punkt, ich mache es mal so richtig einfache Sprache. Wenn ihr euch prügeln wollt, links und rechts, dann geht raus vor die Tore dieser Stadt, dann könnt ihr das gern tun, dann sind wir nicht mehr zuständig, ist egal. Aber im Zentrum unserer Stadt wollen wir euch nicht haben. Vermutlich wird die Frage wieder aufkommen, warum diese Kundgebung genehmigt wird. Ja, das ist eigentlich immer dasselbe Spiel. Und zwar, wir sind ja auch gar nicht zuständig, sondern das ist das Landratsamt als Versammlungsbehörde, aber die können gar nicht anders. Das Versammlungsrecht, haben wir ja gerade während der Pandemie jetzt auch erlebt, ist hier ein ganz hohes Gut, das läuft nach dem Muster ab. Ich möchte eine Demonstration machen, melde mich beim Landratsamt. Die prüfen eigentlich bloß bei uns an, ob es an dem Park eine gleiche Veranstaltung gibt. Also wenn Stadtfest wäre, wäre es sicher ein Grund gewesen, das abzusagen. Aber man kann da nicht irgendwelche Dinge fingieren. Und die AfD hat dann eben gesagt, so, Landratsamt, wir möchten in Grimma eine Demonstration machen zu dem und dem Thema, so und so viele Teilnehmer. Und dann wird das vom Landratsamt genehmigt. Die können das gar nicht anders machen. So, und wir sind eigentlich, stehen als Stadt bloß immer daneben und können uns nur noch wundern, was in unserer schönen Stadt hier passiert. Und da gilt das eben vorhin Gesagte, wir wollen euch nicht, euch Extremisten. Egal von welcher Seite ihr kommt, das ist nicht unser Stil, das wollen wir nicht. Wir werden als Grimma diesmal klar sagen, nein, nicht in unserer Stadt. Und das ist auch kein Wahlkampf, das muss ich auch sagen. Die letzte Veranstaltung mit Björn Höcke, das war ja im Zuge des Wahlkampfes. Das war der sich ja auch wieder angekündigt hat. Genau, ja, der hat es ja auch. Aber der ist, denke ich mal, dann noch wahrscheinlich im Verhältnis zu dem Kalbitz weniger eine Reizfigur, vermutlich. Aber das letzte Mal war es ja so, dass die AfD, der AfD-Kreisverband, ohne uns das zu sagen, den Rathaussaal gemietet hatte und 3 Tage vorher bekannt gab, dass Herr Höcke kommt. Und das war ja noch im Zuge des Wahlkampfes. Das war eine Veranstaltung im Rathaus, in geschlossenen Räumen, mehr oder weniger unter sich. Das ist einfach denen ja gutes Recht, muss man akzeptieren. So. Aber diesmal geht es ja eigentlich darum, wirklich ein richtiges Signal zu setzen in Grimma, im Zentrum, auf dem Markt, als AfD mit, sag ich mal, mit den Extremsten, die sie momentan zu bieten haben. Und das tut uns als Stadt nicht gut, das wollen wir nicht. Und deswegen eigentlich der Aufruf an alle Grimma zeigt mit Flagge gegen politischen Extremismus von allen Seiten. Friedlich. Friedlich, ganz friedlich, auf eine friedlich-sachliche Art. Und ich lade auch gleichzeitig alle ein, wir haben es vor uns gerade nochmal besprochen, und zwar würden wir am 17.08., das müsste ein Montag sein, 18 Uhr, uns im Rathaussaal treffen, lade ich alle ein. Also jeder ist da gerne gesehen. Und dort wollen wir einfach mit den Bürgern mal, Bürgerinnen und Bürgern diskutieren, was denn so an witzigen Ideen aufkommt, wie man vielleicht dort mal ein Zeichen setzen könnte. Aber eben nicht laut krakelnd, das wollen wir nicht. Und es ist ja insgesamt auch ein Zeichen der Zeit, dass diese Sprachen so verroht, wenn man das im Internet auch liest, was da so geschrieben wird. Und ich hasse dich und Faschistensau und du Zeckenschwein und so. Das ist ein Stil,
da kriege ich persönlich das Kotzen, wenn ich es mal sagen darf. Und genau das wollen wir eben nicht machen. Wir werfen nicht mit Scheiße, wir schreien auch andere nicht an und beleidigen andere nicht, sondern wir werden auf eine witzige, freundliche, friedliche Art und Weise unseren Protest gegen diese extremistischen Tendenzen jeglicher Art zum Ausdruck bringen. Das ist die Idee. Deswegen, liebe Krimmer, kommt mit am 17.8. 18 Uhr im Rathaussaal, seid alle eingeladen. Und dann natürlich zu der Veranstaltung am 28.8. werden wir auch gegen 17 Uhr im Zweifel vom Standesamt wird es eine Demonstration geben, der Krimmerinnen und Krimmer gegen diese Veranstaltung. Dann hoffen wir, dass dort alles friedlich bleibt. Und damit verabschieden wir uns von den kurzen Informationen. Sobald es etwas Neues gibt, werden wir uns in dieser Form auch wieder melden. Vielen Dank. Vielen Dank.